Es ist Herbst im Kloster. Herbst im Allgäu. Es ist wunderschön. Herbst ist Vergänglichkeit. Die Blätter werden von grün in braun und fallen ab. Und Winter kommt. Vergänglichkeit. Die Essenz der Lehre des Zen ist Anicca Dukkha Anatta. Anicca ist Vergänglichkeit. Dukkha ist daraus, dass die Dinge leidbehaftet sind. Dass das Vergehen für uns und auch für das, was vergeht, Leiden bedeutet. Und Anatta ist Leerheit, Sunyata. Leerheit meint letztlich, dass die Dinge keine Substanz haben, keine Ewigkeit. Dieses Blatt in seiner Idee ist ewig. Das ist es nicht. Es ist ein Kommen und Gehen, ein Stirb und Werde. Alle drei Begriffe haben eine tiefe, zweiseitige Bedeutung. Es gibt die relative Welt, die Welt, in der wir leben, so erstmal in ihrer Erscheinung. Und dort bedeutet Anicca, Vergänglichkeit, dass jemand, den ich liebe, geht, dass ich selber älter werde, dass durch das Älterwerden Krankheit, Schmerz, dass Dinge, die wir aufbauen, wieder vergehen. Es ist die Quelle von Leiden, von Dukkha. Daraus ergibt sich für uns, dass wir die ganze Zeit versuchen, wie Kinder am Strand eine Burg zu bauen und die Welle kommt und nimmt sie wieder weg. Und da sind wir das ganze Leben mit beschäftigt. Manchmal gelingt es, eine große Burg zu bauen, die dann über unser Leben hinaus geht, bis eine große Welle kommt und auch sie wieder wegnimmt. Anicca ist ernstzunehmend Vergänglichkeit, in dem tiefes Leiden steht. Die Lehre des Zen ist nicht Mindfulness oder be happy oder mach dein Leben, optimier dein Leben in dem System, in dem du dich befindest, sondern es ist der Weg der Befreiung von Leiden. Das ist der erste Teil, das ist der erste große Teil. Und was sich dann daraus ergibt, aus diesem Weg der Befreiung von Leid, das wird jeder selber erleben, ob es Glück ist, sie fürs Zuhause sein, reines Licht, was auch immer, erfülltes Wirken in dieser Welt. Der Schlüssel ist für diese Befreiung von Leiden, dass wir Anicca, Vergänglichkeit, durchschauen. Die Dinge, wenn sie ewig wären und immer so bleiben würden, dann wäre dieser Planet voll Tieren und Menschen, die sich auf die Füße treten, alle unsterblich. Es würde keine Veränderung mehr geben, alles wäre statisch. Anicca, Vergänglichkeit, bedeutet auch, dass wir uns verändern können, dass die Dinge sich verändern, dass sie sich wandeln. Und es bedeutet auch, dass Leiden ein Ende haben kann, dass Verblendung ein Ende haben kann. Es bedeutet, dass wir Menschen, so wie wir sind, nicht uns selbst und dem, was ist, ausgeliefert sind, sondern dass wir in uns unser Herz, unsere Herzweisheit öffnen können, um zu erkennen, was Leerheit ist, was Freiheit ist, was unbedingt ist, was ewig ist. Was ist nicht vergänglich? Diese Angst des Menschen vor Vergänglichkeit, vor Sterben und Altern, die zutiefst menschlich ist, führte dazu, dass wir um uns herum unglaubliche Dinge gebaut haben. Im Äußeren unser Ego versucht haben, in eine Ewigkeit zu führen, wie die Pharaonen Pyramiden bauten, um ihre eigene Unsterblichkeit in eine Illusion mitten in die Wüste zu stellen.
Aber wer sind wir wirklich? Sind wir nur dieses Relative? Sind wir nur dieses, was Erscheinung ist? Was ist Illusion? Was ist Verblendung? Was ist das Wesentliche? Ja, wie komme ich dahin, dieses Wesentliche zu erkennen? Wenn die alten Meister sagen, es ist eine Illusion, wenn der Buddha sagt, das Todlose ist gefunden. Was bedeutet das? Wie komme ich als Mensch hier an dieser Stelle dahin, mitten in meiner Welt? Wichtig ist, es geht nicht um Glaube, dass ich ein unsterblicher König bin, der irgendwie wiedergeboren wird oder irgendwas Bedeutendes bin und dies und das und jenes. Wir haben uns unglaubliche Geschichten aufgebaut und erzählt, um das in dieser Illusion anderen zu zeigen. Aber am Ende sterben auch Könige. Die Weisheit ist zu erkennen, dass die Dinge vergänglich sind. Die Weisheit ist zu erkennen, dass das, was wir festhalten, irgendwann vergeht und dadurch Leid entsteht. Und der Schlüssel, da durchzugehen, ist Anatta, Sunyata, Leerheit. Oder Daishin, kosmischer Aspekt. Cosmic Life, sagt mein Lehrer. Was ist Cosmic Life? Was ist unbedingt? Meditation ist der Weg, dieses zu ergründen. Meditation befreit uns von Illusionen, von Dafürhalten, von Glauben, von Dingen, die am Ende keine Substanz haben. Sie geht in eine Tiefe und diese Tiefe und sie geht in eine Weite und diese Weite ist Leerheit. Leerheit, Sunyata, ist die Freiheit. Wir befreien alle Dinge von der Enge, die wir ihnen geben. Wir befreien uns von der Enge, die unser Ich und unsere Konstruktion ausmacht. Unsere Ich-Konstruktion hat diesen Preis, Anicca Dukkha. Und in Wirklichkeit ist sie Anatta leer. Wenn wir erkennen, dass diese Leerheit eine unendliche Freiheit ist, eine Freiheit zu sein, und in diesem Sein zu wirken, dann verstehen wir, dann erfahren wir mehr noch, wir werden zu jemand anderem. In dem Alten neugeboren. Das ist Erleuchtung. Das ist eine neue Geburt. Die Frage ist, wer warst du vor der Geburt deiner Eltern? Wer bin ich? Meditation, Zen, Zazen, ist existenziell. Es ist kein oberflächliches Dazutun in dem System unserer Gesellschaft, unserer Ordnungen, unserer zeitgemäßen Ebenen und sich dort zu optimieren. Das ist auch wichtig, ganz bestimmt. Zen ist die Illusion zu durchbrechen, die Leiden verursacht. Halten wir an dieser Illusion fest, es ist schmerzvoll. Erkennen wir, und es geht nicht darum, dass ich sage, oh, man muss jetzt einfach mal loslassen. Das reicht nicht aus, wahrlich nicht. Ich kann nicht sagen, oh, lass ich mal los. Und um mich herum ist Leiden. Das funktioniert nicht. Das ist die Augen zu machen. Wenn ich tiefe Weisheit, wenn ich tiefe Einsicht, tiefe Leerheit, Sunyata, Satori, vollkommene Freiheit bin, öffnet sich ein Weg, wie von selbst, allen Wesen zu dienen. Das ist unsere Bestimmung. Jeder für sich auf seine Weise. Das ist das Geschenk. Dieses Geschenk ist in diesem Paket Anicca, Dukkha, Anatta drin. Und Meditation, Zazen, ist der Weg dahin, dafür offen zu sein. Meditation alleine reicht nicht aus, sondern es ist der Weg dahin, offen zu sein. Und dann zeitigt sich
ohne Bedingung, tiefe Einsicht und Freiheit. Und wir verstehen die Worte Buddhas, das Todlose ist gefunden. Die Einsicht und das Sichtbare von Vergänglichkeit ist die Aufforderung für uns, den Sinn in uns zu öffnen, uns auf den Weg zu machen, zu uns selbst darüber hinaus zu erkennen, wer war ich vor der Geburt meiner Eltern? Wer bin ich? Herbst ist eine wunderbare Zeit, damit zu beginnen. Wer bin ich? Wer bist du?